Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video. Heute ist der Garten auf Bahnbahn 6 Trailer erschienen. Leute, ihr hört es richtig. Der neue Trailer zum nächsten Garten auf Bahnbahn Teil ist endlich draußen. Mittlerweile ist es der 5. Teil, aber dieses Spiel heißt nicht Garten auf Bahnbahn 5, sondern Garten auf Bahnbahn 6. Denn der 5. Teil wird irgendwann anders kommen, denn ich erkläre es euch später warum. Wir werden jetzt reinschauen, Leute. Und zwar gucken wir uns als allererstes mal, Leute, den Official Teaser Trailer 1 und 2 an. Und dann gehen wir direkt rein, Leute, in den neuen Official Trailer, den ihr hier sehen könnt. Wir schauen natürlich wieder bei Euphorix Brothers vorbei. Lasst natürlich ein Like da, Leute, wenn ihr gehypt seid auf Garten auf Bahnbahn 6. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde natürlich anfragen, ob ich das Spiel ein bisschen früher kriege, damit ich euch das sofort zu Release zeigen kann. Also lasst ein Like da und let's go! Also für diejenigen, die noch nicht wissen, Leute, wie das Ganze weitergegangen ist. Hier haben wir auf jeden Fall, Leute, Queen Bouncelia. Und sie ist ja gefühlt die Königin des ganzen Reiches. Und in ihrem Bauch schlummert ein Kind. Wahrscheinlich ist es ihr Känguru-Baby oder so. Und hier haben wir das Logo. Und hier kurz die 5. Und die 5 verwandelt sich zu einer 6. Und das ist natürlich ein großer Hinweis, denn das haben wir letztens auch analysiert. Normalerweise müsste Garten auf Bahnbahn 5 rauskommen, aber es kommt nicht raus, weil wir 2 Ebenen tiefer gehen müssen. Von Ebene 4, minus 4, zu Ebene minus 6. Also wir, die gehen immer tiefer runter zu gefährlichen Geheimnissen. Und in Garten auf Bahnbahn 5 kehren wir angeblich wieder nach oben zurück. Also es könnte dann das Finale sein. Schauen wir uns aber als nächstes, Leute, den Teaser-Trailer Nummer 2 an. Hier gibt es nämlich ein bisschen mehr Hinweise. Und zwar ist das hier, Leute, das, was ihr hier gerade sehen könnt, ist nämlich das Archiv. Und zwar das Archiv wurde erstellt, glaube ich, von diesem Sheriff und der Queen Bouncelia, die die verschiedenen Charaktere gefangen gehalten haben, um sie halt zu kontrollieren, denn sie sind durchgedreht. Sie sind nämlich rebelliert von dem Königreich. Und ich glaube, sie sind als Spielzeuge gedient. Und rechts sehen wir, Leute, ist zum Beispiel Jumbo Josh. Und ich habe das Gefühl, hören wir jetzt ein Türgeräusch? Wir hören kein Türgeräusch. Es kann aber sein, dass sie alle nach der Reihe freigelassen werden. Und das stimmt auch, Leute. Das heißt, alle Garten auf Bahnbahn-Charaktere, die wir gejagt und gesammelt haben, sind wieder eingefangen. Und darunter enthalten sind natürlich Leute Jumbo Josh, Banban und wir haben natürlich auch noch Banbelina plus Nap-Nap, glaube ich. Und zum Schluss haben wir ebenfalls noch Stinker Flynn. Ich nenne ihn immer Stinker Flynn, es ist mir völlig egal, Leute. Und da haben wir es, Leute. Die Charaktere werden alle rausgelassen. Und am Ende sehen wir vielleicht einen kleinen... Oh! Alter, warum erschrecke ich mich? Also ich habe das Video schon einmal gesehen und es kam einfach so plötzlich. Hier, habt ihr es gesehen, Leute. Das war Slow Celine. Wohl besser bekannt als die Jumpscare-schnelle Celine. Die einfach schneller ist, die so schnell ist, dass sie sogar die Lampe an der Decke angeschlagen hat und dass sie kurz davor droht, runterzufallen. Und sie ist runtergefallen. Und hier haben wir die Bowlingkugel. Bowlingpins. Die stehen natürlich für die coolen Kids und diese sind im Lehrerzimmer von Queen, nee, von Banbelina, von dem weißen Hasenkostüm. Ich mag Banbelina, ehrlich gesagt. Sehr gerne sogar. Ich mag die Synchronsprecherin. Und hier habt ihr es gesehen, Leute. Habt ihr dieses Detail gesehen? Das hier ist Syringion, der neue Charakter aus Garten auf Bahnbahn 6. Und den werden wir kennenlernen. Und ich habe eine Teardown-Map, Leute. Eine Teardown-Map für Syringion. Ich warte aber noch, bis das neue Spiel rauskommt, damit ich auch wirklich was zu ihm bringen kann. Das ist schon heftig. Und hier haben wir Jumbo Josh. Und das sah aus, als wäre das aus unserer Perspektive gewesen. My fight is not with you. This is your only warning. Also vermutlich heißt das, Leute, dass die Garten auf Bahnbahn-Kreaturen gar nicht gegen uns kämpfen, sondern gegen den Feind, der sich im Hintergrund auftut. Und da ist Bittergiggle, dieser eine Jester, mit dabei.
Jetzt ist aber, Leute, der Zeitpunkt gekommen, wo wir auf den offiziellen Trailer zu Garten of Banban 6 reagieren können. Und bevor wir uns das Video anschauen, gucken wir erst einmal das Thumbnail an. Wir sehen nämlich hier, Leute, ein Foto. Und dieses Foto ist natürlich das Thumbnail von dem YouTube-Video. Und auf diesem Bild erkennen wir mehrere Kreaturen, Leute. Wir haben hier zum einen einmal Banban in der normalen Version. Dann ist da hinten neben ihm Jester. Und Jester ist ja dieser Böse. Das kann sein, dass die beiden zusammenarbeiten. Dann haben wir hier eine verfluchte Version von Nap-Nap. Und falls ihr euch fragt, wie ist das zustande gekommen? Das liegt an diesen Petroleum-Tanks, an diesen Breaking Bad-Zeugs, also dieses grüne Zeug in den Fässern. Wenn damit die Charaktere in Berührung kommen, drehen sie durch und verwandeln sich in eine Punkt-Exe-Version, in eine größere, gefährliche Version. Und hier haben wir einen dieser Charakter davon am Start. Und ich glaube, da unten sind irgendwie Schattenmonster. Was sind das für Teile? Und was ist das hier für ein Auge, was da absteht? Naja, wahrscheinlich werden wir es jetzt in diesem Trailer erfahren. Seid ihr gehypt? Lasst jetzt alle ein Like da und schreibt alle mal Banban in die Kommentare. Jetzt rein, Banban, jeder einzelne, okay? Und ich würde sagen, wir schauen rein. Irgendwie, Leute, ist das Video merkwürdig. Das ist, seht ihr das? Das hat so einen komischen schwarzen Rand und es läuft super flüssig in 60 FPS. Das bin ich von den Trailern gar nicht gewohnt. Aber Moment, was haben wir denn gerade überhaupt gesehen? Da waren diese schneckenartigen Teile. Okay. Und das ist Bittergiggel. Das ist Jester. Wow. Was ein schönes Level. Das sieht cool aus. So ein Vorstadt-Feeling. Mit einer Hütte. Aber das ist alles in einem Haus. Also das ist... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist... Nap-Nalina. Wow. Wow, was fällt da runter? Die zwei Hälften von Bittergiggel. Einmal haben wir die rechte Hälfte. Und hier ist, glaube ich, die... Moment, das kann gar nicht sein. Bittergiggel ist lila-grün. Das hier ist aber Hautfarben. Das hier ist Hautfarben-rosa. Und das hier ist so ein Türkis. Das heißt, es gibt noch eine weibliche Version von Bittergiggel. Oder Moment, es gab im Labor ja mehrere Köpfe. Das könnte das Secret sein, dass es der zweite von drei ist. Aber gucken wir nochmal ganz kurz hier, Leute, rein. Hier haben wir nämlich etwas gesehen. Und zwar, da war was, Leute. Das hier ist ein EKG. Das wird normalerweise dazu benutzt, um Tumore oder sowas aus dem Kopf zu erkennen. Also, dass man halt durch den Körper besser alles, die Blutkreisläufe und so sieht, ob da irgendwelche Ungereimtheiten in den Muskeln, Geweben sich aufhalten. Warum ist hier ein EKG? Das hier muss also das Krankenhausdistrikt sein. Danach sieht's auch aus. Und das hier? Wer könnte das hier sein? Also das hier ist, glaube ich, das ist die Schildkröte. Das ist die Schildkröte. Die hat zwei Hälften, das sehe ich. Und das hier ist, glaube ich, ich weiß es nicht. Das kann, war das Stinger Flynn? Und wer war das? Wer war das, Leute? Da fliegt der durchgedrehte Opillabird. Dann haben wir hier noch eine weitere Version von Bittergiggel. Das ist aber nicht die, die wir kennen. Das sieht cool aus. Und was bist du? Das ist dieser Fuchs. Dieser Riesenfuchs. Oh Gott. Das ist Opillabird. Das erkenne ich. Okay, ein schönes Gartenlevel. Oh, das ist ein cooles Minigame. Das sieht cool aus. Banbalina, let's go. No way. No way. No, stopp. Stopp. Stopp, Leute. Stopp. Wisst ihr, was das ist? Das hier ist geleaktes Gameplay von einem anderen Kanal gewesen. Der hat ein Hacken-Level designt mit einer neuen Kreatur oder mit diesem Bittergiggel. Und nach diesen Leaks
was eigentlich erfunden war, das kommt ins Spiel. Also es ist nicht erfunden. Der Typ steht in Kontakt mit den Animationsstudios. Das heißt, es sind wirklich die echten Level. Das sind die Level. Also falls ihr nicht wisst, was ich meine ganz genau, Leute, dieses Hacken-Level, das ihr hier seht. Das wurde nämlich vor 2 Monaten schon geleakt. Und hier sehen wir die Charaktere. Und da kommen natürlich die Außenseiter Nap-Nap und Nap-Nalina. Und mittlerweile haben wir schon alle Charaktere gesehen. Alle von den Charakteren haben wir gesehen. Das sind die, die in dem Spielzeug, in diesem Kindergarten gepublished werden, also gepusht. Dann gibt es aber noch die verbotenen Charaktere, die nicht in der Liste sind. Und was ist das? Bro? What? Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Oh mein Gott. Das ist, glaube ich, die verfluchte Version von Nap-Nap. Ich erkenne seine Farbe. Die 3 Augen. Sie sind schwarz. Und das heißt, wir haben ein Spinnenlevel. Es wird ein Spinnenlevel geben. Gibt es ein Release-Datum? Gibt es ein Release-Datum? Nein! Es gibt noch kein Release-Datum. Oh Mann! Aber es muss was Neues geben, Leute. Es muss was Neues geben. Hier muss auf Steam etwas stehen. Es muss hier stehen, dass es ein neues Release-Datum gibt oder sowas. Oder neue Fotos. Ja, es ist, die haben auf jeden Fall den neuen Trailer hinzugefügt. Ja, die neuen Fotos sind drauf. Hier sehen wir die ganzen Fotos aus dem Trailer. Aber die sind 1:1 aus dem Trailer genommen. Okay, Leute. Das erwartet uns nämlich auf jeden Fall. Und es wird aber dieses Jahr noch kommen. Es kommt dieses Jahr noch raus. Das heißt, wir werden im Dezember so viele gute Spiele haben. Wir werden einmal Poppy Playtime Chapter 3 bekommen. Dann bekommen wir Garten of Banban 6 und den GTA 6 Trailer. Könnte der Dezember besser sein? Ich glaube nicht, Leute. Seid ihr auf jeden Fall gehypt auf Garten of Banban 6? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Banban in die Kommentare. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Ich gehe jetzt, Leute, zum Logitech Event. Wenn ihr dabei sein wollt, dann kommt gerne vorbei. 16 bis 20 Uhr zum Experion nach Köln. Da finden nämlich die Logitech G Challenge und die Race Days von McLaren statt. Also mit Lenkrad versucht ihr in Forza Horizon die beste Zeit zu fahren. Und wenn ihr in unter 4 Minuten 3 Runden schafft, bekommt ihr Preise. Also es lohnt sich vorbeizukommen. Der Eintritt ist frei und ihr könnt mich sehen. Ich bin ab 17 Uhr da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. ID Zock ist raus, haut rein und ciao.